Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch einen Direktvergleich zwischen meinem ersten Besuch im Bikepark Olpe und dann dem nächsten Besuch 2 Monate später. Ich fand das mal ganz interessant für mich selber und auch vielleicht für euch, um einfach mal zu sehen, was vielleicht auch in kurzer Zeit nur 2 Monate mit 1-2 Mal die Woche fahren möglich ist. Viel Spaß dabei! Los geht's mit dem 30.03. Das war die Eröffnung vom Bikepark Olpe und auch mein allererster Bikeparkbesuch. Ja, ihr werdet jetzt sehen, wie die Abfahrt so lief und wo es dann ja eher weniger lief. Also viel Spaß, merkt euch das Ganze, denn danach kommt die Version mit 2 Monate später. Ihr seht vielleicht selbst, ich bin ziemlich unsicher auf dem Fahrrad, gehe immer wieder nach hinten, weiß nicht so richtig, wie ich eine Kurve zu fahren habe, wie ich sonst irgendwie überhaupt zu fahren habe. Und ich stelle mir gerade vor, wie der Thomas gerade das erste Mal dieses Video gesehen hat. Und das war ja mein erster Bikeparkbesuch im Bikepark Olpe. Und das hat der Thomas sich angeschaut und demnach dann danach mich einfach mal angeschrieben. Und jetzt weiß ich sehr, sehr genau, was er da alles für Fehler gesehen hat. Und hier war mein letzter Bikeparkbesuch im Bikepark Olpe und da war dann auch schon das Coaching mit dem Thomas gewesen und ihr seht jetzt wirklich auch den direkten Vergleich zwischen diesen 2 Abfahrten. Das ist einfach ein komplett anderes Gefühl und vor allem bin ich auch viel schnellerer und sicherer unterwegs. Also einfach wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Alles gut. Und
Und zu guter Letzt zeige ich euch jetzt die Side-by-Side-Einstellung sozusagen. Ich habe mal beide Clips nebeneinander gelegt und den Punkt, wo ich losfahre, genau an dieselbe Stelle gelegt, sodass ihr auch den Geschwindigkeitsunterschied so ein bisschen feststellen könnt. Also seid gespannt, ich war es auf jeden Fall. Viel Spaß dabei. Gut. Ich glaube auf jeden Fall, ihr konntet den Unterschied ziemlich deutlich sehen mittlerweile. Und ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen und gibt euch vielleicht so einen kleinen Einblick, was auch in einer kürzeren Zeit möglich ist, wenn man sich das richtige Wissen irgendwie aneignet. Und wenn man dabei jemanden hat wie den Thomas, Dankeschön nochmal an dich, der einem hilft, dann geht das Ganze noch viel schneller. Lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.